Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu A Very Bad Grund. Der Titel, der immer noch keinen Sinn macht. Okay, wie lange bist du an? Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn und elf und zwölf und dreizehn und vierzehn und... Also du leuchtest auf jeden Fall sehr, sehr lange. Geht ja gar nicht mehr aus. Muss ich dafür weggehen? Dass dann der Countdown erst oder... Nein. Ah, jetzt ist sie aus. Also, das ist aber mal wirklich sehr, sehr lang. Und wenn ich alle Lampen dann also zum Leuchten bringe, dann geht da hinten dann die Klappe wahrscheinlich auf. Wie lange leuchtest du? Ja. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und zehn und elf und zwölf und drei... Okay, 12 Sekunden. Ungefähr. Ist natürlich auch doof, dass jedes Mal das scheiß Gitter gezeigt wird, was keinen interessiert, weil das will ich ja gar nicht sehen, das kostet mich nur unnötig Zeit. Und hier vorne ist auch noch ein Hauseingang, den ich gekonnt ignoriert habe. Den schaue ich mir jetzt erstmal in Ruhe an. Hier ist wieder nur was für Kiff... Alter, was für ein Kettenraucher wohnt denn hier? Leute, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Und dass man genügend Geld überhaupt noch hat, das gefährdet es auch zusätzlich. Kann ich das Auto umparken? Nein, ich kann es nicht auf den Behindertenplatz schieben. Muss ich mit meinem Auto auf den Behindertenparkplatz parken? Obwohl, das macht keinen Sinn. Lara ist nicht behindert. Und was mich angeht, Ansichtssache. Okay. Ich hoffe nur, dass die Frames jetzt nicht in den Keller sinken. Sonst habe ich ein dezentes Problem. Ja. Sie wollte gerade nicht springen. Auch sehr interessant. Wenigstens können wir ja sprinten. Und ich bin zu weit gelaufen. Hat's noch gereicht? Ha! Ist ja ein einfaches Zeiträtsel. Okay. Das war jetzt leichter als erwartet. Gerade sind die Schalter wieder aus. Ich hoffe, das Gitter ist trotzdem noch offen. Das wäre sonst scheiße. Sei offen, Gitter! Ich meine, wenn man auch noch ein Zeitlimit da zum Gitter muss, wäre ja mal mega asozial. Was? Achso, ich dachte schon, gerade es wäre wirklich wieder zu. Boah, wäre das böse. Okay, wir sind drin. Hi, Lara. Na? Okay. Hä? Hier gibt es ja gar nichts. Warum? Oder so. Ich hab's vermutet. Oh, ich kann echt vorne... Oh, elegant, Lara. Und ich kann echt vorwärts runter. Das freut mich sehr. Kann ich Waschmittel mitnehmen? Nein. Persil, die schlaue Art zu waschen. Obwohl, nee, das war eigentlich Spee, die schlaue Art zu waschen. Waschmaschinen leben länger mit Kalgon, Ding, Ding. Dahinter liegt was, das will ich gerne haben. Was ist das eigentlich? Fackeln, glaube ich, sind das. Oder Zigaretten, ne? Je nachdem. Vielleicht kann ich mir auch Zigaretten in den Weg leuchten. Und dahinter ist eine 8. Muss ich mir die 8 merken für einen Code? Ich glaube, ich schreibe mir die 8 mal eben irgendwo auf. Ja, kann ich eigentlich diesen Zettel hier dafür nehmen? Das ist ganz in Ordnung. Habe ich nur diesen einen Stift hier? Anscheinend. Egal, okay, dann schreibe ich mir mal eine 8 auf. Okay, wir haben eine 8. Wählen Sie bitte eine Zahl zwischen 1 und 100. Ja, ich nehme die 80. Eine gute Wahl. Einmal die 80, bitte. Oh, warte, ist da oben. Ach nee, ich habe das für einen Schalter gehalten. Ist es aber nicht. Was? Oder muss ich hier die Kisten irgendwie zerschießen, oder? Nee, muss ich doch hinkommen. Erzähl mir keinen vom Hotte Hü. Was? Aber das ist eine Glaswand. Ja, Hä? Aber... Da ist eine Glaswand. Ich komme da gar nicht hin. Warum bin ich dann hier? Kann ich hier irgendwas verschieben? Warum nicht? Warum ist das Waschmittel im Weg? Warum ist das alles hier so komisch? Ach, hier kann ich jetzt durch. Was? Aber da vorne war die Wäsche so undurchdringlich. Und es sind wirklich Fackeln. Okay, was haben wir jetzt reingeschrieben? Zahl an der Wand im Waschmaschinenraum 8. Okay, sie merkt es sich selber. Also wir müssen wirklich Zahlen anscheinend sammeln für irgendeinen Code. Das ist gut zu wissen. Ja gut, wir haben eine Zahl und wir haben Fackeln. Ist nur doof, dass wir jetzt da nicht reinkommen.
Das ärgert mich ja jetzt, weil es geht nicht. Also vielleicht, wenn ich auch Waffen hätte, könnte ich das vielleicht zerschießen. Aber ansonsten... Ach ja, seht mich an. Einmal ein Handstand. Wunderschön. Ja, schön, dass wir Fackeln haben und dass wir auch eine Zahl für einen Code haben. Das hilft uns nur leider noch nicht wirklich weiter, weil wir brauchen hauptsächlich Schlüssel. Wir brauchen einen roten Schlüssel, wir brauchen einen weißen Schlüssel, wir brauchen ganz viele Schlüssel. Vielleicht sogar eine Brechstange, ich weiß es nicht. Oder vielleicht auch mal überhaupt Waffen, dass man hier versuchen könnte, auch Sachen zu zerschießen. Mit der brennenden Tonne war doch auch noch irgendwas. Die Gitterstäbe müssen hier weg. Entweder zerschossen werden oder durch einen Schalter gesenkt werden. Und da oben liegt der rote Schlüssel. Man muss sich nur umgucken. Natürlich kann ich hier nicht stehen, war klar. Aber ich habe ihn gefunden. Auch wenn es eher wie eine Brechstange aussieht. Könnte auch die Brechstange sein, die da oben einfach nur rumliegt. Okay, Moment. Wir kamen ja aufs Dach über diesen Weg hier. Das heißt, von hier aus muss ich da irgendwie hinspringen können und das sieht auch sehr machbar aus. Okay. Oh, das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter. Okay, auch gut. Nehme ich. Ha! 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 Gut. Speichern. Was machst du, Schönes? Tatsächlich, die Gitterstäbe senken sich. Das ist schön, bringt mir nur noch überhaupt nichts. Ich muss ja hauptsächlich auch dahin und diesen Jumpy da ziehen. Wäre ja sonst auch geil, wenn ich von hier aus einfach zum anderen Dach springen könnte, aber das ist ja viel zu weit. Das ist unglaublich, Bob. Ach, Eulchen, warum bist du denn auch nur im Weg? Ich habe auf jeden Fall in Erinnerung, dass wir sie loswerden können, dass wir irgendwas machen müssen, können, tun, tun. Ah, na, Hilfe. Damit sie dann wegfliegt tatsächlich. Böse Kante. Weil hier kann ich ja wirklich noch nichts machen. Oder doch? Brenne ich, wenn ich hier hingehe? Nein. Aber ich kann auch nichts aus den Flammen nehmen oder sowas. Deswegen... Das brauche ich vielleicht auch sonst einfach, um den Grill später anzuzünden. Aber wie gesagt, eine Fackel haben wir auch noch nicht. Deswegen... Schauen wir uns jetzt mal nochmal genauer die Autos an. Wir müssen ja irgendwo, wie gesagt, mit dem Auto hinten, das können wir auf jeden Fall tun. Wenn ich auch noch wüsste, wohin, wäre ich glücklicher. Kann man die Klappe hier eigentlich öffnen? Von hier aus nicht. Von hier aus auch nicht. Man muss ja alles mal in Betracht ziehen, ne? So, Schneckchen. Hier auch nicht. Da bin ich eher im Busch. Ah! Haha! Okay, wir schauen uns doch noch nicht die Autos an. Das machen wir wirklich erst später. Moment. Wo bin ich hier? Da liegt was. Na? Nochmal Munition. Und schon bei der 3-Musik läuft hier. Was bist du? Was bist du? Ah. Hilfe. Nein, ich habe mich festgebackt. Sind das Pflaster oder Batterien? Was ist das? Ach nein, es sind wirklich Pflaster so für mich. First Aid. Okay. Lara sieht jetzt schon so schmutzig auch wirklich aus. Okay, weiter. Tauchen wir mal dem Klopapier hinterher. Das ist aber auch wirklich ekelhaft. Kommen wir jetzt aus dem Klo raus wie Mr. Bean bei Johnny English. Das wäre interessant, auch wenn ich das eigentlich der armen Lara nicht zumuten möchte, um ganz ehrlich zu sein. Da kann ich Luft holen. Nehmen wir das mal eben wahr. Kann ich sogar aussteigen. Muss ich vielleicht auch. Die Gucken-Taste funktioniert hier nicht. Hier kann ich wieder hoch. Über mir kann ich auf jeden Fall aufmachen. Ach. Das ist so fies. Hallo, ich hab doch den... Willst du mich verarschen? Aber warte mal, ich gehe nochmal erstmal eine Runde schwimmen. Bevor ich mich jetzt weiter über diesen Griff aufrege, der sich nicht greifen lassen können will. Hier
geht's aber echt noch weiter. Okay. Warum? Vielleicht ist der Griff ja auch wirklich defekt. Ich weiß es nicht. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ein leichter Irrgarten, möchte ich mal eben so anmerken. Ich speichere nochmal. Aber ich lasse es mal einen frei. Dann bin ich sonst leichter... Der rote Schlüssel! Nice! Boah, ist das eklig. Ja, das stimmt. Stimmt, den hatten wir ja ganz am Anfang verloren schließlich. Hier ist der reingefallen. Okay. Boah, ist das eklig. Schön. Ja, Lara, da gebe ich dir vollkommen recht. Du tust mir auch wirklich von Herzen leid. Ich möchte nicht mit dir tauschen. Ach, Hilfe, ich stecke mit dem Kopf in der Wand. Kann ich jetzt hier verschwinden? Oder muss ich den anderen Weg nochmal versuchen zu nehmen, obwohl ich glaube, da kommen wir nicht mehr zurück. Boah, ist das eklig. Ah, jetzt endlich. Sehr schön. Mir fällt gerade auf, dass ich mein Schild zum Achtung, ich nehme auf, gar nicht rausgehängt habe. Egal. Okay. Jetzt kommen wir hier raus und wir haben den roten Schlüssel. Der war nochmal wo vonnöten? Irgendwo oben auch, oder? Oder war der hier unten vonnöten? Ich guck mal. Da schauen wir mal. Ach ja, hier war ja nur der... Ich habe das für ein Schlüsselloch gerade gehalten. Warum, frag mich nicht. War hier ein Schlüsselloch? Nee. Hier war nur... Achtung, ich bin an der Garage und ich bin zu. Na gut, wenn du eine Garage bist und auch noch zu bist, dann ist das eben so. Ich laufe einmal rund ums Haus. Wo ich an dieses bescheuerte Lied denken muss. Der Hosenträger ist mir abgerissen. Ne, hier, der Berg ruft. Aber das ist ja auch mal so eine Stille so, ich laufe hier rund ums Haus. Ich laufe hier rund ums Haus. Wer schreibt eigentlich so bescheuerte Lieder? Also Leute, wenn ihr was zu lachen braucht, ne, und meine Let's Plays euch noch nicht reichen, dann schaut euch mal das Musikvideo an zu diesem der Berg ruft. Ihr lacht euch Schrott. Es ist so dumm, dass es schon wieder gut ist. Und es war früher noch gute Musik tatsächlich sogar. Okay, aber wir müssen anscheinend aufs Dach, wie es ausschaut. Ja, so viel dazu. Wir kommen besser voran, als ich zuerst gedacht hätte. Das freut mich sehr. Oder als ich befürchtet hatte. Und hier gehen die Frames wieder in den Keller, weil das Spiel die Stelle ja nicht mag. Boah, jetzt haben wir einen etwas kürzeren Part, aber das soll ja auch reichen. Was uns nämlich drinnen erwarten würde, und ich hoffe doch mal und denke auch mal, dass wir jetzt reinkommen werden, das erfahrt ihr auf jeden Fall dann mit mir gemeinsam im nächsten Part. Deswegen schaltet wieder ein, es lohnt sich. Und irgendwann werden wir auch noch herausfinden, was es mit den Autos auf sich hat. Vielleicht kann ich es ja auch später gar nicht mehr fahren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part dann, ihr Lieben. Bye, bye.